So, liebe Leute, hier bin ich wieder, diesmal auf den Rücken von meinem lieben Tuso Teutes. Und wir befinden uns, ja, kann man das sehen? Ja, da oben finden wir uns in der Nähe von Viking Bay. Wir schwimmen jetzt in Richtung Sumpfgebiet, denn das ist der Ort, an dem man Liopleurodon findet. Ich habe gerade extra noch Honig mir gesammelt. War ein bisschen mehr Honig gewesen als vorher. Waren glaube ich mal 100 gewesen. Wo waren es 60? Ich weiß es nicht. Ist ja fast gerade noch einer abgelaufen. Da hinten ist ein Hai. Den schnappen wir uns jetzt mal. Ich habe jetzt extra die Maske nicht auf, damit ich die Karte sehen kann. Und wir schnappen uns mal da. Die findet man eigentlich nicht so oft. Na, was heißt hier nicht so oft? Das ist so ein dehnbarer Begriff, ne? Wir suchen einfach mal welche. Eigentlich habe ich immer welche hier gefunden. Na, die Haie gehen mir noch. Mir gehen nochmal die Haie da zwischenzeitlich auf die Nerven. Aber das ist, glaube ich, normal. Haie gehen dann irgendwann immer auf die Nerven. Das ist genauso wie alles andere auch. So, haben wir hier einen Alpha irgendwie? Das wäre eine willkommene Mahlzeit. Na komm, was soll das? Oh, ist das noch vom Ostern gewesen? Das ist ziemlich grünlich, ne? Oder ist noch vom Oster-Event? Alter, der ist ja. Oder sieht der nur so aus? Ist doch ziemlich grün. Was hat er schon wieder ein Level up? Mann, der ist doch schon so. Der ist doch schon so OP. Er hat doch schon 1000% Damage. Der war, ich weiß nicht, welches Level da hatte, glaube ich, Max Level. Ne, 224 war der. Das weiß ich jetzt noch ganz genau, weil ich da mehrmals gestorben bin an denen. Mein Mega-Tuttle. Ich weiß, ich bin immer sehr kreativ, was das die Namensvergebung angeht. So. So. Hier ist eigentlich das Gebiet, wo man sie eigentlich recht häufig findet. So häufig ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Meine Lieben, geht mir nicht auf den Deck, diese Nerven auch. Aber das ist hier Zitterale. Die sind, das ist auch grün, ne? Ich weiß noch nicht, ob das jetzt natürlich ist, aber sind noch Reste vom Oster-Event, habe ich das Gefühl. Fuck ihn nochmal. So. So. Geht mir nicht auf den Winkel. Ja. Wenn wir den Boden hier abgrasen, sollten wir auf. Boah, ich weiß gar nicht, ob ihr das alles sehen könnt. Ist so dunkel hier. Ich mach mal das Gamma ein bisschen höher. Gamma 3. So, seht ihr etwas? Brauche ich mein Nachtsichtgerät nicht unbedingt benutzen. Außerdem ist dann in Farbe. So. Und wir. Also sowieso ein gefährlicher Ort, an dem ich mich gerade. Nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht machen. 2,5. So, ich glaube, das reicht. Ja, ist eindeutig heller, aber immer noch nicht zu dunkel. Und noch nicht zu hell. Das war ja gerade. 3 war ja ein bisschen hell. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das im fertigen Video ist. Jedenfalls kann ich im fertigen Video auch noch die Helligkeit höher setzen. Na, kommt schon. Kein Alpha. Verdammt. Also wenn ich der Oberfläche mal etwas näher komme, ist das schon ziemlich blöd. Wie spät haben wir es denn? Oh, natürlich, es wird ach, abends, hat auch noch. Also ehrlich, ich will nicht nachts herumrennen. Ihr sollt ja auch was im Video sehen. So, ich denke, das ist hell genug. Oh, die Quallen sind auch wirklich hier überall.
So, ja, das ist eigentlich die Gegend, aber es ist zu weit oben. Wir sind weiter unten. Ja, ich glaube, ich bin hier gleich wieder an der Grenze. Ach, ernsthaft. Na, hallo. Was macht er denn immer? Ich weiß echt nicht, was das immer so richtig verstehen tue ich das Tierchen auch nicht so richtig. So. Das hier ist nämlich eine recht gefährliche Gegend. Und damit meine ich nicht, weil das in der Nähe des Sumpfgebiets ist, sondern weil wir uns hier an einem der gefährlichsten Orte überhaupt befinden, zumindest was unter Wasser angeht. Wir haben hier unten gibt es ein Artefaktgebiet, da gibt es ein Unterwasser-Artefakt. Aber was es dann noch mehr gibt als Unterwasser-Artefakt, sind Thusitoites. Da, wo das Artefakt ist, wird von jede Menge Tittenfischen bewacht und von Alpha. Ja, ist eigentlich immer, sobald ein Artefakt da spawnt, sobald das Artefakt da ist. So, weg mit dem Müll hier. Die Müllbeseitigung. So, wir müssen jetzt vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon in dem Gebiet sind. Da, ich dachte mir, ich tue mal den Weg, den ich. Oh. Mal, ob wir einen sehen. Müsste man von oben eigentlich schon sehen, an ihrer Bewegung und der Form. Aber das ganze Gebiet hier ist eigentlich so gesehen Liopleurodon-Gebiet. Gut, und Quallengebiet. Und Haigebiet und Angler, Fischgebiet und alles Mögliche auch noch dazu. Also das ist, nee, das ist gar kein Hai. Das ist ein, wie heißen die Dinger nochmal? Dunkle Osteus, genau. Tun wir aber eigentlich nichts. Eigentlich recht friedlich, wenn man ihnen nicht zu nahe kommt. Schon wieder. Sag mal, wie viele Levels kriegt der denn? Meine Güte. 305. Ach, da sind wieder diese. Die sind gefährlich. Da haben wir einen. Haben wir ein Glück. Oh. Da haben wir sogar einen. Machen wir ein bisschen Leben. So. Welches Level? Lass mich raten. Level 11? Level 8? Level 11. Ja, Level 8 müsste der sein, oder? Ah, ist das nicht schön? Komm, ich mach mal ein Bild. Na, guck mal, da kommt auf mich zu. Perfektes Bild. Komm, das ist super. Das ist einfach nur herrlich. So. Oh Mann, wir müssen die jetzt da sein, das ist nicht gut. Hier sind die Quallen auch noch unterwegs. Ach du Kacke. Ich bring den noch um. Das ist nicht so schön. Ich muss dafür sorgen, dass der Liopleurodon entweder von mir ablässt oder die. Das Bärtchen, das Bärtchen, das finde ich nicht so schön. Haben sie nicht so schön gemacht. Ich finde diesen. Einer? Nee. Was sind du? So, wir müssen jetzt. Scheiße. Sobald wir absteigen. Wir müssen erstmal. Mist, ich hab was vergessen.
Ich habe etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes vergessen. Okay. So, Mann. Wenn er jetzt auf neutral ist und der angegriffen wird, dann macht er den Pleurodon platt. So. So. So, wir brauchen den ja nur. Der ist instant gezähmt. Also ich weiß nicht, wie es auf normalen Einstellungen ist. Das ist wahrscheinlich etwas weniger anstrengend. So. Und. Warum bin ich so schwer? Warum bin ich. Ah ja, ich habe die Schwimmflosse nicht an, oder? Genau. Boah, ey, was ist. Alter, was ist denn hier? Wie viele von euch? Ey, ernsthaft? Was ist das denn? Wo kommen die ganzen Viecher denn her? Das hatte ich aber auch noch nicht, muss ich gestehen. Ey, wie viele haben wir denn da? 50 Stück oder was? So. So, und. Na, da war es doch gerade. Und. Ach, ist doch nicht so einfach. Das Problem sind die. Ja, die sind 10 Schaden. Na. Boah, jetzt bin ich wieder zu schnell. Komm. So. Tada! Mann! Juhu! Wir haben einen Liopleurodon. Ich könnte es sowieso nicht mit irgendwas hier messen. Sieht aber sowas von schön aus. Tada! Machen wir nochmal ein Bild in der Hintergrund mit den ganzen Viechern. Ah, sehr schön. Denke mal, das ist. Ich denke mal, das ist genug, ja. So, denke mal, das reicht. Der verschwindet jetzt in einer. Boah, die wird nicht viel Werte haben. Das ist Level 11. Guck mal, Ausdauer. Wo ich auf den drauf bin, ne, verringert sich seine Ausdauer. Ich muss tatsächlich erst abstellen, da. Hier unten steht's 8:20:90, also ich habe eine halbe Stunde Zeit, bis der. Der hat denn. Hä? Haben die den stärker gemacht? So viel Leben hatte der noch nie, oder? Oder täusche ich mich jetzt, aber 5760 Leben, das ist ja. Damage-mäßig, der hat doch gerade recht Damage gemacht. So, gucken wir einfach mal. Ja, die Quallen will ich mir nicht anlegen, aber gucken wir mal. Das Ding lockt nur die Quallen an. Da hinten ist noch einer. Gucken wir mal. Keine Ammoniten. Da hinten ist noch einer, den könnten wir auch noch zähmen. Aber wozu? Bis ich. Den kann ich mich nicht an. Ah, Mist. So. Oh, ey, die Zitter alle sind auch übel. Das Tierchen, es beißt doch mal zu, Mann. Ich bin nämlich gerade aus dem Bild rausgetappt. Oh, ist das. Ja, komm. Oh.
Jetzt mach doch so. Naja. Da hinten haben wir noch einen. Das ist aber gar nicht mal so schlecht, dass da hinten noch einer ist. Das hat einen Vorteil. Ich kann euch jetzt mal zeigen, was passiert, wenn ihr einen verärgert. So. Okay. Da. Da. Und er ist weg. Ah ja, siehste. Ich habe ja diese Wut von den Ammoniten. Ist auch nicht schlecht, kann ich das auch demonstrieren. Die greifen mich jetzt an. Die sind jetzt aggressiv. Die hat eh keine Chance. Boah, hohes Level. Waren nicht gerade zwei. Wir bleiben einfach mal hier. Naja. Ich denke, ihr habt verstanden, wie die zu zähmen sind. Ich werde auf jeden Fall... Das ist genau das Gebiet, in dem die oft vorkommen, hier in diesem Gebiet. Ich werde das nochmal in die einblenden. Ich hoffe, ich vergesse das auch nicht. Und ja, ich glaube, da großartig kann man nicht allzu viel von einem Deployer dann jetzt erwarten, aber ich meine, dass sie plötzlich mehr Leben bekommen haben als vorher. Ach, Mensch, ja, ich hab Wut. Diese blöden Ammoniten. Das ist das gleiche, als wenn man jetzt ein Dings frisst hier. So. 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 Und so. So. Mann. Geht mir das wieder auf den Senkel? Wie soll ich jetzt in 25 Minuten nach Hause kommen? Vor allem das Tierchen ist auch noch lahmarschig, bis geht nicht mehr. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.